Für die Glaubwürdigkeit des Films war es wichtig, dass ich einige Stunts selbst mache. Darum ließen sie mich für die Anfangsszene 12 Stockwerke tief fallen. Dann wurde ich über die Sydney Harbour Bridge geschleift. Ryan hat eine unglaubliche Begabung für Action. Aber wir hatten auch noch 4 Doppelgänger. Wir hatten einfach das Beste aller Stunt-Teams. Nicht zuletzt Logan Holiday, der unser Fahrdouble ist. Logan ist brillant im Rollen, Fahren und Springen. Heute kickt das Adrenalin nicht mehr vom Rennen, sondern von Stunts. Für Kämpfe und Kampfsport ist Justin Eaton unser Mann. Er hat mich mit seinem Können wirklich umgehauen. Es war die Chance, echt großartige Dinge zu tun. Für Verbrennungen, Autounfälle und Parkour-Ähnliches war Ben Jenkin zuständig. Ben Jenkin ist super talentiert und ein Allround-Stuntman. Ich soll ein paar intensive, verrückte Stunts machen. Troy Brown gelang dieser unglaubliche Sturz aus 45 Metern. Sein Vater ist eine Stunt-Legende. Deshalb stürzt sich Troy, seit er 5 Jahre alt ist, von Sachen runter. Ein wichtiges Kapitel in meinem Leben. Alle geben ihr Bestes, brechen Rekorde. Und ich bin froh, dabei zu sein. Ich bin nicht der Held, ich bin nur das Double. Nein, heute nicht.